It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Sure this isn't a setup? Didn't catch that, boss. Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Ash is one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah, I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Showtime. We're 3 minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Shan. Asher Odakar, follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy bought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! حسب الله يخرب بيتك وقعد! About it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Und jetzt vorbei. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. Jetzt. Oh. Intro vorbei. Und hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Saints Row 4. Hold position. Mal eben warten. Muss mal eben in die Einstellung und das Spiel ein bisschen leiser machen. Hey, ich muss auch das Spiel leiser machen. Das war unglaublich laut.
Anzeige. Und die Sprache vor allem, die war richtig toll. Right. Zieh mal den Sprachbalken nach rechts und links. Ja, habe ich schon gesehen. Ziemlich lustig. Ja, stimmt. Ich will speichern noch nicht. Viele Pause. Ich muss auf dich warten. Kann aber die Verbindung unterbrechen. So, wo bist du eigentlich hergekommen? Weißt du das? Eben hatten wir nur einen Supersoldaten. Das bist du auch einer. Also ich kenne das Spiel noch nicht. Glaube. Ich auch nicht. Okay, du kennst es auch nicht. Ich kenne die alten Teile. Boah, das Spiel schnell. Muss nochmal die Einstellung. Ups. Ja, ich muss die Mausempfindlichkeit aufwischen. Ich auch. Musst du denn doch den Auftrag exekutiere, den Terroristen? Guck ich gleich. Kann Mausempfindlichkeit hoch, runter und rechts und links einzeln umstellen. Warte, wo ist denn da Steuerung, vier. Ne? Ja, ich stell's auf 5. 5 ist schöner. Mal testen, ob ich mich jetzt besser bewegen kann. Die Kamera, ich finde, dass die Kamera ziemlich nah dran ist. Ihr könnt ruhig so ein paar Meter weiter weg. Ja, geht auf jeden Fall besser. Ja, okay, es geht. Hast du auch dieses Feld hier? Warte. Ich sollte den Reises töten. Ich auch. Leise, hast du gehört? Die Mausempfindlichkeit ist toll. Boah, das Spiel ist so laut wie du in TS immer noch. Boah, das ist so schlimm. Ja, danke schön. Das ist jetzt eine Beleidigung. Richtig krasse Beleidigung. Ich habe jetzt mal auf 6 gestellt. Nein, ich möchte nicht. Auf 6. Auf 6. Aber ich spiele ja immer eh mit eher höheren. Okay. Geht sich zum Kommunikationsraum. Ich bin gespannt. Jetzt wird geballert. Sterbt! Fass! Ich habe unendlich viel Muni dabei. Ich kann retten. Ja, nicht realistisch das Spiel. Da ist noch einer. Okay. Mann, kann man mit der Kamera, haben wir das FOV, da kommen noch FOV mehr? Ein bisschen höher stellen oder sowas, heißt das geht? Was? Kann man das FOV höher stellen? Weißt du, ob das geht? Nicht. Du sollst nicht vor mich laufen. Sorry. Also für alle, wir haben vollen Teamschaden. Da sind welche. Ja, wir haben vollen Teamschaden. NPCs rennen wir die ganze Zeit davor. Müssen wir ein bisschen aufhören. Hast du bei der Story eigentlich zugehört? Was? Hast du bei der Story zugehört, so halb? Ja, hab ich. Alter. Ich nur so halb. Ja, ja, ich kann das nicht erklären. Kommt der denn her? Kommt vor allem die Tür daher. War die eben auch schon da? Gib dich zum Kommunikationsraum. Ah, okay. War ein ziemlich langes Intro. Da ist Terror. Was ist da Terror? E, Tür öffnen. Nee, ist es nicht. Okay. Okay. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Terroristen. Achtung, da kommen sie. Soll ich irgendwie hinhocken? Ne, das geht nicht. Ja. Das kriechen. Aber ich weiß. Das ist aber keine von den üblichen Tasten. Zumindest geht es jetzt noch nicht. Ich hab Steuer? Diesen Scharfschützen. Können doch nix. Ah, sprinten kann man. Wie stehen jetzt? Hast du das auch? Was denn? Hier ist eine Leiche, die bewegt sich die ganze Zeit über den Boden, die schiebt so. Bei mir ist da nur ein Blutfleck. Die, Warte, ich mach da eben. Ah, nee, egal. Die ist, die rutscht die ganze Zeit vor und zurück. Nee, bei so mir auf, nicht. Auf der Stelle so ein. Bei mir ohne nicht. Sich zu bewegen. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt hat es erledigt. Ich muss nach der Folge gucken, ob ich das FOV wieder stellen kann. Geh in Stellung, okay. Na, guck mal, ich bin in Stellung gegangen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss auf dich noch warten. Lass meine Stellung. Checkpoint erreicht. Brich die Tür auf. Welche? Ich kann mich nicht bewegen. Welche Türe denn? E. Brich die Tür auf. Ich hab gar nichts gemacht. Die Tür ist offen. Keine Bewegung. Oh, Zeitlupe. Richtig krasse Zeitlupe. Ja, ich glaube, wir haben alle. Was? Erfolge? Ja, okay, rennen wir mal los. Mach die Tür mal auf. Oh Gott. Ich stand doch gerade hinter dir. Hast du das gesehen? Was ist denn? Der hat dich voll umgeschubst. Oder was meinst du? Der kam direkt um die Ecke. Hat mich umgeschubst.
Dankeschön, Lady. Umschalter, das habe ich schon rausgefunden, ne? Hi. Habe ich keine Waffe mehr? Ich habe auch keine Waffe mehr. Oh, ich. Mach oh ich Gott, ich muss runterspringen. Mach ich ihn echt genauso. Immer wieder. Leer. Ich drück grad leer. Ich drück nix. Ich hab ne Animation grad. Ich muss Leertaste drücken. Messer. Ich kann nichts machen. Ich hab grad ich auch nicht. Ich guck mir das nur an gerade. E. Ah. E. Ja, ich Gott, jetzt habe ich ein Messer im Bauch. Mach ich auch. Wir leben parallel. Sind wir gerade gleich Person? Ja, genau. Seid außerhalb von Zwischensequenzen, dann nicht nur in Zwischensequenzen die gleiche Person. Kam die Waffen auf einmal her. Und ich hab'n. Ich auch. Eine Atomrakete, wo kommt die denn auf einmal her? Wohin? Da. Raus. Ah, das warst du. Ich war nicht rechtzeitig, ich war nicht schnell genug. Ah, okay, geht doch weiter. Ah, da. Muss ein Links sein. Ach, links. Ich wollte auch nach rechts. Hab mich nach vorn teleportiert. Rakete? Bin mit. Ja, ich hänge in der Rakete. Ich auch. Weh. Weh. Ich krieg jetzt an einer nach oben fliegenden Rakete nach oben. Gedrückt halten oder drücken? Ich. Leer. Ich halt's gedrückt. Oh Gott, Quicktime Events. Ich hab jetzt nur Leertaste, das Quicktime Event. Das hatte ich eh. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste. Mehrfach drücken. Alles klar. Das war eine Billo-Atomrakete, wenn ich die so einfach entschärfen kann. Leer. Jetzt spring ich einfach eine Atomrakete hoch. Wer redet die ganze Zeit mit uns? Piers. Egal. Irgendjemand redet. Leertaste. Ja, hab ich gesehen. Du bist immer noch extrem leise und liebes zum Spielen, ne? Ja. Unglaublich. Das ist Alltag bei mir, ich schaffe jeden Tag Atomraketen. Matt Miller. E. So. E. Rechte Maustaste. Ja, ich reiße auch immer so Metallplatten raus und zieh dann Kabel raus. Und dann funkt das immer blöd. Keine Ahnung, was die machen, aber Kabel rausziehen. Ist völlig egal, ist immer gut. Jetzt bin ich runtergesprungen. Ich auch. Das ist ja explodiert. Ich bin noch gar nicht verseucht oder sowas. Daumen. Saints Row 4. Okay, das war lustig. Bin ich mal gespannt. Ein schönes Logo, ja. Und wir sind im Oval Office. Standard. So, okay, dann direkt über dem Demo Oval Office. Saints 30. Eingabe zum Fortfahren. Die Eingabetaste. Hier steht nur Eingabe da. Irgendwas freigeschaltet. Bewunderung freigeschaltet. Identität freigeschaltet. Drücke alle Knöpfe, ja. Hat echt gesehen, schon auch eine Errungenschaft dann. Berater freigeschaltet, Berater freigeschaltet. Ja, Warteauftrag gut. Noch. Berater. Interessant und weiter. Errungenschaft. Saints Row 30. Speichern. Charakter anpassen. Ja! So, wer will ich sein? Charakter runter, ne. So, wer will ich denn sein? Ne. Machst du einen Mann oder eine Frau? Mann. Okay, ich mach mir eine Frau. Mach das. Welchen nehme ich denn? Völlig egal. So, Körper. Licht. Alter. Okay, ich bin 19. Sex Appeal. Die Einstellung braucht jedes Spiel. Ja, ich gehe mal ein bisschen von oben. Schlecht. Männlich. Ja. Ethisches. Was glaub, haut? Ich glaube, das ist völlig egal, wie man sich einstellt. Komm, richtig ist das nicht.
Out. Was ist das denn? Metallisch blau. Oder metallisch grün. Kannst du ja in Hulk 21. machen. Oh, Sexy. Das ist die wichtigste Einstellung. Was findet sich denn da beim Mann? Das ist die wichtigste Einstellung von allen. Ich stell dir mal vor, was dann passiert. Was passiert bei der Frau? Die Brüste. Achso, okay, was passiert beim Mann? Die Beule in der Hose. Zum Beispiel. Echt? Ja. Okay, ich mach mal so 78%. Achso, okay. Hautton, ja. Persönlichkeit, nein, Stimme. Hautton. Nee, brauche ich nicht. Alter. Sei mal kurz ruhig. Okay. Kompliment. Du kannst wieder reden. Darf ich? Ja. Ich brauche so eine große Narbe. Das ist wichtig. Einfach, du kannst wirklich alles einzeln anmachen. Leberflecken nicht, Warzen auch nicht. Ach, kleine Narben ist noch egal. Diese langweiligen Namen. Auch. Nee. Natürliche Augen. Kein Unterschied. Nee, blaue Augen auch nicht. Scheitel. Stirn, Augenbrauen, Augen. Ohren, das ist alles egal. Haare. Was haben wir so für Haare? Ich glaube, das wird die. Nein, jetzt werde ich. Ich habe das Gefühl, das wird eine Charaktererstellfolge, Alex. Ich bin fertig. Ich noch nicht. Lass mir Zeit. Warte auf den anderen Spieler. Nein, ich muss nicht. Wo sind wir so? Oh Gott, jetzt kann ich nichts mehr drücken. Naja. Ich suche gleich sowas von hier, gar nicht mal von irgendeiner. Mittelscheißel. Boah, hoffentlich trage ich gleich nicht diese ekelhaften Klamotten, die ich jetzt im Menü die ganze Zeit trage. Ach, genau die kriegst du. Ja, die sind scheiße aus. Ja, deswegen kriegst du die ja. Danke. Bitte. Boah, ich nehm die. Oh ne, die sind hässlich. Hier, okay, nee. Er hat noch extra lange Zeit. Alter, ist das schwer, sich Haare auszusuchen? Haare? Ich könnte nicht mal Haare aussuchen. Nicht? Hast du keine Funktion für Haare? Also bestimmt, aber ich hab's einfach nicht gesehen. Ja, Saints wird einen Friseur haben, also hoffe ich mal. Also du hast eine unglaublich lange Liste mit verschiedenen Haaren. Da kaufe ich jetzt einfach hier eine gegelte Frisur hier, schön. Ich hatte das mit Haus. Mit Haus, genau. Mit Haut. Haut. Nee, nee. Alles hässlich. Ich hab so ein. Was ist das? Ich hab einfach irgendeine Frisur genommen. Noch rote Haare dazu, so ist sie unglaublich hässlich. Das ist das hässlichste genommen, was es gibt. Make-up, ey, Persönlichkeit, Stimme. Ey, was macht ein Mathelehrer, wenn es an der Tür klingelt? Was denn? Er rechnet mit zwei Unbekannten. Ja. Die war unglaublich lustig. Ich fand den gut. So. Kompliment. Warte, persönlicher als Kompliment. Man kann sich alles im Nachhinein noch ändern können. Hoffe ich mal. Warte, irgendwas. Sportgeste, die sind gegen wichtig. Wir machten schon mal Komplimente. Sportgesten sind wichtig. Ja,
Kopf ab, so. Nee, will ich nicht. Abbruch. So, Spiel starten. Erstellung übernehmen. So, bin fertig. Gut. Extra lang Zeit gelassen. Bin schon bei 20 Minuten, Alex. Jetzt? Ja. Dann ist gut. Fünf Jahre später. You alienated part of America. I alienate your crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you two. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty. Wie ist dein Charakter da? Welcher ist denn deiner? Bei mir läuft es, glaube ich, nicht mit. Läufst du gerade mit so einem Typ mit lila Hut? Ja. Ja, ich auch. Oh, eine Fliege vorbei. Voll gut. Richtig krasse Story. Ich hab nicht zugehört. Du auch nicht. Aber das ist Saints Row, da ist die Story nicht wichtig. Das ist wie GTA, draufballern und Scheiße bauen. Oh. Jetzt haben wir GTA die Story besser. Du bist recht. Da bist du. Jetzt sind wir Kieschenbrüsten, oder? Warte, bleib mal kurz vor mir stehen. Den mach ich gleich. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Das ist schwer. Let them eat cake. Fuck cancer. Krebsheilung und Hunger ausgerottet. Let them eat cake. Kann ich auch keins von beidem nehmen? Ja, dann sei mal gut. Nee, ich hab keins gesagt. Ich jetzt? Mann, Spaß. Also ich bin schon, der. Der den Krebs geheilt hat. Fuck Cancer. Gute Wahl. Ja, ich glaube, wir beide sind gute Wahl. Bleib mal vor mir stehen. Hast du, Was denn? Auf welcher Stufe hast du Sex Appeal? 50. Okay. Und du? Now, you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Was wollt ihr von mir? Bauchgefühl schlimmer als Stili? Ich kann nichts machen. Kopfentscheidung die 5 auf die 12. Worum ging's da gerade? Keine Ahnung, was es bei mir ist. Also Bauchgefühl, siehst du das auch? Ich kann nichts auswählen, ich sehe gerade dich von hinten. Nee, ich kann auswählen. Die 5 auf die 12 das klingt schlimmer besser. Als Stili. Hä? Bin ich für. Bauchgefühl, Kopfentscheidung. Ich höre auf meinen Kopf. I have two words for you. Ah, 5 auf die 12. Bin ich für, das klang gut. Was wäre das andere jetzt gewesen? Ich habe eben den Krebs, ich habe einfach so einen Krebs geheilt. Hab mich gefragt, wollen Sie, der Präsident seinen Krebs geheilt hat? Ich habe jemanden auf die Fresse geschlagen. Ich habe gefragt, wollen Sie, der Präsident seinen Krebs geheilt hat oder ihn Hunger besiegt? Den Krebs gewählt. Mag Krebse. Oleg und ich sind gerade über zum Camp David, um ein bisschen Nightblade zu sehen. Yep. You down? Boah, siehst du das jetzt auch? Nee, ich sehe gar nichts. Ich sehe immer, wie er dich von hinten. Ja. Soll ich dem High Five geben oder nicht? Nee, der ist das High Five nicht wert. Okay. Einfach weggehen. I'll have my people, go your people, Josh. Der will immer noch auf seine Hand. Ich bin dein größter. Boah, was ist das für ein Typ? Okay, ist voll cool. Nice one. Dein größter Fanboom. Die ist auch motiviert. Words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for? And I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Oh, not you two. How many times have Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right, I'll swing by after I... Okay, das muss sein. Es gibt kein Alien am Kopf. Das kam unerwartet. Das ist Nordkorea.
Wir haben gar keine Atomwaffen. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Protect the president! I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Das ist lustig. Wann bist du? Ja, irgendwie schon. Haut ab, Leertaste. So, komm, Leertaste. Hä? Die halten, was haben die in der Zwischenzeit, haben die mich festgehalten? Jetzt halten die dich fest. Ja, das ist krass, oder? Ich hab die Fähigkeit des Geschlechts gewandelt. Wo bist du denn noch da? Sterb. Was machst du denn da? Ich hab keine Waffe. Ah, doch, ich hab eine Waffe. Klar. Ich hab eine Waffe. Komm, ich will nach links. Boah, jetzt hat's. Ich hab den Typ eine mit meiner Hand gegeben. Also mit Faust und so. Nice. Der hat nur Schrotflinten, der hat er nicht, okay. Ich will auch eine Schrotflinte haben. Ey, lass mich da dran! Oh, hier ist eine Schrotflinte. Einfach nur einmal E drücken. Will hier auch noch eine Waffe haben. Mir auch eine Waffe. Die MP. Okay, das ist die beste von allen. Das heißt, ich will noch eine Panzerfaust mitnehmen. Ja, kannst du mehrere mitnehmen? Da war alles einmal dabei. Ja, nein, aber mehreres einmal. Nö. Also zwei Panzerfaust oder so. Kann ich nicht. Ich nehm dir einfach Akimbo mit. Ja, daran dachte ich so. Nee, geht leider nicht. Fress den Raketenwerfer. Ja, komm, Raketenwerfer ist gerade lang, will ich den nehmen. Ich nehm Schrotflinte. Müssen wir hin? Hier hin. Und der Koop geht ja die ganze Zeit auf dich, ne? In den Zwischensequenzen. Wirklich? Ja, vermutlich, weil ich vorgerannt bin. Eben, wo du vorne warst, ging immer auf dich. Hol deinen Raketenwerfer raus! Du mich gerade angeschossen. Du mich gerade angeschossen. Ja, du rennst die ganze Zeit vor mir. Dann renn doch nicht hinter mir. Er stirbt den Fall nicht. So. Lass mich durch! Security! Die Security lässt mich hier nicht durch. So, jetzt bin ich da. Wart mal auf mich! Oh, jetzt bin ich da. Oh Gott. Das ist doch nix. Wir sind der Präsident, die können nix. Okay, Checkpoint erreicht. Ach, jetzt habe ich mich in dich verwandelt. Ist immer so. Hab ich auch immer im Vorgarten. Nur größer. Ich sehe noch keine Aliens. Da sind Aliens. Dort, da sind die. Da. Gut, ganz halt viel zu hoch. Und ich schieße richtig schlecht. Wir können die Aliens auch mit dem Präsidenten anlegen, also. Gott, das sind viele. Ja, ich kann nix. Das ist vor Angst, Sam. Hast du auf Englisch den Tech-Untertitel oder auf Deutsch? Ich habe auf Englisch. Komplett Englisch? Okay. Ich hab Deutsch untertitelt an. Ich höre dich gar nicht, das ist unglaublich. Ich dich glaube ich auch nicht wirklich.
Schlachtschiff. Guck mal. Okay, haben wir. Glaub nicht. War bei dir ich oder du in dem Geschütz? Was? Hast du gerade in dem Geschütz oder war ich in dem Geschütz? Keine Ahnung. Ist gerade eine Zwischensequenz. Why do you humans enjoy leaping so much? Get off my lawn, you son of a bitch! Ladebildschirm. Ich spiele ja ziemlich viele Ladebildschirme. Well, hello there. Welcome aboard. Alien kann nix. Now, now. Not so fast. Man hat mir seinen Raketenwerfer gelassen. Er hat extra einen Schuss übrig gelassen. Jetzt. Bordet sich einfach weg. Oh. Did you really think you could stop? Human arrogance. Is there anything more charming? To death? I'm going to have fun breaking you. Geschafft. Unglaublich krasser Kampf, oder? Du auf Leertaste drücken. Schon bei einer halben Stunde. Würdest du aber sagen, das war's mit der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und wir hatten noch was geplant. Wir wechseln uns zu den Folgen immer ab. Also die zweite Folge wird bei Alex, bei seinem Kanal kommen. Die dritte wieder bei mir und die vierte wieder bei Alex und so weiter. Ja, ich, das ich, heißt die... Ja, was ist? Ja. Du wolltest gerade was sagen. Ja, ich würde sagen, die geraden Zahlen kommen bei mir, heißt 2, 4, 6 und so weiter. Und die ungeraden bei Robert. Wir versuchen daraus eine gemeinsame Playlist zu machen. Ich habe gesehen, dass das geht. Nur rausfinden, wie. So. Ja, das geht. Aber ich weiß nicht, wie. Aber das schaffen wir. Dann bis zur nächsten Folge. Ja. Und ciao. Tschö.